Der WTT Young Leader Award wird Ihnen präsentiert vom Amt für Wirtschaft Kanton Thurgau, Leica Geosystems, Bühler und der Mikrogenossenschaft Ostschweiz. 6 studierende Teams sind im Rennen um den WTT Young Leader Award 2022. Aus 45 Praxisprojekten an der Ostschweizer Fachhochschule, sind sie als die Besten nominiert. Teams haben über mehrere Monate an Echtaufträgen von Unternehmen aus der Region geschaffen. Jetzt geht es um die Auszeichnung in den beiden Kategorien Marktforschung und Managementkonzeption. Klientis Bank in Oberuzwil betreibt seit 12 Jahren mit verschiedenen Partnern ein Beratungszentrum. Kundinnen und potenzielle Kunden können sich dort über Finanzen, aber auch verwandte Themen wie Immobilien, Recht und Versicherungsangelegenheiten informieren. Das Beratungsangebot soll auch für Jüngere attraktiv bleiben. Die Klientis Bank Oberuzwil hat darum Studierende von der Fachhochschule Ost beauftragt. Sie sollen herausfinden, welche Themen die jüngere Zielgruppe interessiert. Wir haben das Beratungszentrum in Uzwil und wir von den Studierenden wollen erfahren, wie das man das Alterssegment 30 bis 55 für das Beratungszentrum gewinnen könnte. Erstens mit welchen Beratungsthemen, zweitens mit welcher Art von Anlässen, Abendevent, Webinar, Workshops und drittens mit welchen Netzwerkpartnern sollen wir zusammenarbeiten, dass wir eben auch die jüngeren Leute ansprechen können. Um diese Fragen zu klären, haben die 6 Studierenden Experteninterviews mit Fachleuten aus der Bank- und Beratungsbranche geführt. Das Herzstück ihrer Marktforschung war aber eine umfassende Umfrage bei bestehenden und potenziellen Kundinnen und Kunden. Über 300 Personen hat das Team befragt. Sicher rund die Hälfte haben ja potenzielle Kunden befragt, die wir nicht einfach auf eine Datenbank zugreifen und die Umfragen rausschicken können, sondern wir sind auf die Straße gegangen, haben die Leute angesprochen. Und dort war natürlich auch die Schwierigkeit, um Auskunftswillige zu finden. Wir mussten immer dranbleiben, auch den Samstag-Einsätze noch zeigen. Und da haben wir einfach nicht aufgegeben, bis wir die Anzahl Leute erreicht haben, bis 50-50 war zwischen bestehenden und potenziellen Kunden. Und dann haben wir am Schluss auch erreicht. Das Engagement für ihre Forschungsarbeit hat auch den Coach vom Projektteam beeindruckt. Es ist nicht selbstverständlich, dass ein Team so viel Einsatz leistet. Aber die Zielstrebigkeit war bei diesem Team von Anfang an klar, ist da. Und das hat sich durchgezogen durch die ganze Projektzeit. Und zwar bei allen 6 Projektmitgliedern. Das Resultat des Praxisprojekts bestätigt, online ist in. Informationen, Vorträge, aber auch Beratungen schätzen heute viele digital. Überraschender sei für das Projektteam zum Beispiel die Erkenntnis gewesen, dass sich auch schon unter 30-Jährige für Themen wie Pensionsplanung und Energie im Eigenheim interessieren. Inputs, die die Klientis schon umsetzt. Wir haben unser Veranstaltungsprogramm schon mit gewissen Inputs jetzt können bestücken und wir haben bereits 15 neue Netzwerkpartner können gewinnen aus dem ganzen Sortiment, das uns die Studierenden präsentiert haben. Dass ihre Ergebnisse jetzt schon schwarz auf weiß im Eventprogramm zu finden sind, bestätigen die Studierenden in ihrer Praxisarbeit. Jetzt ist das Team für den Young Leader Award 2022 in der Kategorie Marktforschung nominiert. Eine Nomination, die für die Projektleiterin an sich schon ein grosser Lohn ist. Sicher das Coolste ist, dass wir jetzt nominiert worden sind. Auch die ganze Vorbereitung ist mal ein einmaliges Erlebnis, das man nicht einfach jeden Tag so macht. Und dann sicher dürfen auch auf der Bühne stehen beim Young Leader Award. Das ist sicher ein cooles Erlebnis, das ich mich lange daran erinnere. Wer gewinnt den WTT Young Leader Award 2022? Preisverleihung findet am Montag, 26. September, in der Tonhalle St. Gallen statt. Mit Gästen aus der Ostschweizer Wirtschaftswelt und am Award-Referat von Joe Dietrich. Wie tickt Generation Z? Der WTT Young Leader Award, präsentiert vom Amt für Wirtschaft Kanton Thurgau, Sulletaler Recycling, Bauwerkpaket und der St. Galler Stadtwerk.